Ja, sehr geehrte Medienvertreter, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem 19. Spieltag. FC Ingolstadt 04 gegen 1860 München. Wie gesehen, 2:2 unentschieden. Ja, alles geboten, was man, glaube ich, von so einem Spiel sich erhofft oder erwartet hat als Fan. Begrüße die beiden Trainer hier vorne recht herzlich. Das erste Wort gebührt dem Gästetrainer. Herr Kölner, bitteschön, Ihr Fazit zur Partie. Ja, vielen Dank. Servus zusammen. War ein intensives Spiel, ein emotional packendes Spiel. Ja, das hat uns, glaube ich, im Vorfeld trotzdem nicht so ausgemalt, dass es dann so heiß hergeht. Aber wie gesagt, 2:2 ist für uns sicherlich ein Ergebnis, das wir vor ein paar Wochen, glaube ich, noch gerne unterschrieben hätten. Aber so wie wir heute aufgetreten sind, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, haben wir, glaube ich, ein richtig gutes Spiel gemacht. Haben es in der ersten Halbzeit verpasst, das dritte, vierte Tor zu machen. Da waren genügend Chancen da. Und dann sieht man natürlich auch die Qualität von Ingolstadt, dass sie vor allem über zweite Bälle, über die hohe Anspiele in die Spitze rein, dass sie da brandgefährlich sind. Und das ist uns dann am Ende muss man dann auch in der zweiten Halbzeit daraus resultieren, ein Tor schlucken. Für uns ist von dem her bitter, weil wir doch einige verletzte Spieler aus dem Match raustragen. Und es wird jetzt auch nicht einfach für die nächste Woche in Preußen-Münster, da nochmal eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz zu stehen. Aber wer vor dem Spiel gedacht hätte, dass wir ohne Rieder, ohne Lex so griffig spielen und so ein kompaktes Spiel auf den Platz bringen, das hätte uns wahrscheinlich auch nur wenige zugetraut. Von dem her bin ich schon zufrieden, so wie die Truppe aufgetreten ist. Man sieht aber auch, wir haben noch einiges zu arbeiten. Freuen uns, wie gesagt, jetzt am Samstag auf den Abschluss in Münster. Hoffen, dass wir dann nochmal Punkte holen können. Und dann freuen wir uns vor allen Dingen auf die Pause und dann auf 3 Wochen eine intensive Vorbereitung, dass wir dann in der Rückrunde an ein paar Stellschrauben noch drehen können und dann auch solche Spiele am Ende gewinnen können. Ingolstadt wünsche ich schöne Weihnachtszeit, vor allem jetzt. Denke, alle, die waren heute im Audi Sportpark waren, haben ein packendes Spiel gesehen und wir kommen nicht bereuen brauchen und wünsche allen an der Stelle schöne Weihnachtszeit, schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kölner, für Ihr Fazit, Chef. Damit, das Wort an dich. Wie hast du das Spiel gesehen, bitte? Ja, ich denke, Michael hat vieles gesagt, vieles richtig gesagt. Da waren viele Emotionen im Spiel. Da war in der ersten Halbzeit vor allem ein Gegner, der sehr präsent war, der sehr gut war. Obwohl wir 1-0 in Führung gingen, hatten wir nie diese richtige Ruhe im Spiel. Da war mir zu viel Hektik und ich glaube, der Rückstand zur Pause war absolut in Ordnung. Großes Thema war dann neben zur Pause, dass wir mehr Ruhe bewahren müssen, dass wir präziser sein müssen. Wir hatten noch zu viele dumme Ballverluste und wir mussten dann eigentlich eine rote Karte bekommen, um anzufangen, gut Fußball zu spielen. In Unterzahl haben wir dann richtig gut gespielt, waren sehr ballsicher und waren eigentlich mit 10 gegen 11 überlegen. Und ich denke dann auch aufgrund dieser Phase, dass der Punkt absolut in Ordnung geht. Wenn man die 90 Minuten sieht, so denke ich, 60 erste Halbzeit überlegen, wir zweite Halbzeit überlegen, können wir mit dem Punkt leben. Auch wir wünschen uns jetzt einen guten Abschluss am Sonntag gegen Jena. Und ich denke, wenn wir da noch Punkte einfahren können, haben wir eine sehr, sehr gute Vorrunde gespielt. Und das muss unser Ziel sein. Michael, euch auch alles Gute, schöne Festtage und auch noch ein paar Punkte am nächsten Samstag. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es denn Fragen zur heutigen Begegnung? Dann würde ich jetzt um Handzeichen bitten. Das ist erstaunlicherweise nicht der Fall. Dann doch, Olli Griss, bitteschön. Herr Kölner, wie schwer sind die Verletzungen? Mikro. Olli, warte mal, sei so lieb, nimm das Mikro. Oliver Griss, die blaue 24, bitte. Herr Kölner, wie schwer sind die Verletzungen von Felix Weber und Herbert Paul? Ja gut, Herbert Paul, glaube ich, haben wir gesehen. Der hat eine stark blutende Wunde am Kopf. Und müssen wir jetzt schauen, also ist in der Kabine gleich genäht worden. Und bei Felix müssen wir mal schauen, also inwieweit es dann, was die nächsten Tage jetzt so bei ihm jetzt dann, was das Bild dann ergibt. Er muss da auf jeden Fall runter. Ist natürlich von dem her schade, weil wie gesagt, wir eh schon ein paar Verletzte jetzt haben und dann mit denen müssen wir dann sehen. Also wichtig ist, wie gesagt, dass wir die nächsten Tage genau hinschauen. Aber wir haben, das haben wir heute auch gesehen, die Spieler, die waren heute für die heute das erste Mal von Start auf den Platz waren oder die reinkommen sind, haben wir die Sache sehr gut gemacht. Von dem her sehe jetzt so wenig Probleme fürs Wochenende. Wir werden auf jeden Fall 11 starke Löwen auf den Platz bringen, die in Münster alles tun werden, dass sie mit Punkten einkommen.
Bitte schön. Sabine, Björn Paulsen und Stefan Kutschke waren etwas angeschlagen. Der Einsatz war fraglich. Hat sie das heute beeinflusst? Björn Paulsen hat ein bisschen unsicher gewirkt, teilweise in der ersten Halbzeit. Ich glaube nicht, dass sie das beeinflusst hat. Die haben ja doch schon seit 2-3 Tagen wieder mittrainiert jetzt, seit letzten Samstag. Und Björn hat sich dann extrem gesteigert in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit, klar, kann er besser spielen, hat 2-3 einfache Ballverluste gehabt. Ja, und dann zweite Halbzeit hat das mir viel, viel besser gefallen. Und bei Kutsche war es auch so. Der war seit 2 Tagen wieder voll im Training dabei. Und ich glaube nicht, dass das ihn noch beeinflusst hat. Gibt es sonst noch Fragen zum Spiel? Ja, jetzt geht's doch nochmal los. Bitte. Herr Kölner, wie können Sie denn Ihrer Mannschaft beibringen, dass Sie in Unterzahl genauso auftreten, wie Sie in Gleichzahl agieren? Ja, das ist eine gute Frage. Mit der Frage werden wir uns sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen müssen. Aber man muss natürlich auch die Qualität des Gegners sehen. Das hat Jeff richtig gesagt. Die haben natürlich alles versucht, das Spiel auf ihre Seite zu drehen. Sicherlich ist es ärgerlich, wenn du am Mann in Überzahl bist. Aber da sieht man auch, dass wir schon noch Arbeit vor uns haben. Und das ist ja dann am Ende das Schöne, dass wir Punkte haben, an denen wir noch fleißig arbeiten können, ein paar Schrauben noch drehen müssen. Deswegen ist ja das Trainers liebste Beschäftigung das Training und nicht der Wettkampf. Und deswegen freue ich mich auch auf jede Trainingseinheit mit der Truppe, dass wir das am Ende hinbekommen. Aber wir sind trotzdem heute schon sehr reif aufgetreten. Ich denke, wir haben sehr abgeklärt gespielt und ja. Die nächste Stufe wird dann sein, dass wir solche Situationen so gut meistern, dass am Ende 3 Punkte rauskommen. Gibt es sonst noch Fragen? Jetzt ist es, glaube ich, erledigt. Vielen Dank in diesem Sinne. Einen schönen Abend. Herr Kölner, euch eine gute Heimfahrt. Guten Abschluss nächste Woche. Schanzer dann nochmal am Sonntag. Hier Karl Zeiss Jena zu Gast. Fleißig in Sportpark kommen. Wir freuen uns drauf. Schönen Abend. Servus. Danke. Servus.